Einkauf zu machen mit 20 Euro. Allerdings haben wir den Einkaufszettel verloren und wir haben echt überhaupt keine Ahnung, was wir machen sollen. Naja, doch, wir könnten theoretisch durch den ganzen Supermarkt gehen und aus jedem Regal eine Sache nehmen. Okay, du links, ich rechts. Jeder von uns hat 10 Euro, insgesamt 20 Euro und wir müssen jetzt durch jeden Gang gehen und ein Produkt mitnehmen und am Ende dürfen wir nicht über 20 Euro kommen. Ich hoffe es, glaube ich. Ich auch. Erdnussflips, 65 Cent, ein Schnäppchen. Da nehme ich gleich welche. Es ist ja für die ganze Familie, also auch für den Frodo. Das wird jetzt spannend, ob sich das Eis mit 20 Euro rausgeht. Wir könnten uns theoretisch auch 16 Packungen Knoppers nehmen. Das würde sich auch ausgehen mit 20 Euro. Also, wir haben keine Ahnung, was wir da gekauft haben. Wir haben auch keine Ahnung, was man aus dem ganzen Zeug hier machen kann. Hauptsache ist, wir haben den ersten Teil der Challenge geschafft, nämlich das ganze Geld von der Mama ausgeben. Hallo Mama! Hallo! Wir haben eine gute Neuigkeit und eine schlechte Neuigkeit. Welche willst du zuerst haben? Die schlechte. Wir haben die Einkaufsliste verloren, aber wir haben trotzdem was gekauft und ja. Um 20 Euro, also fast um 20 Euro, hier ist das Wechselgeld. Aha. Und wir wollten dich fragen, ob du irgendwas daraus kochen kannst. Na, zeig's her, was ihr gekocht habt. Die Mama scheint nicht sehr begeistert zu sein von dem, was wir gekauft haben. Nein, ihr habt echt nur Blödsinn gekauft und jetzt könnt ihr was kochen. Bitte für alle, wir sind hungrig. Jetzt haben wir die Schere rein. Jetzt haben wir die Schere rein. Naja, dann lass uns mal probieren, Tomaten mit Gummibärli, stimmt, und eine leichte Schokoschicht. Ja, Timmy, das wird wieder nicht so schwer sein, wir müssen uns halt was ausdenken. Ich finde auch. Die Mama wird am Schluss Augen machen.